Gibt es noch mehr, was ihr uns über den entflohenen Yeti berichten könnt? Nun... Er ist unser Yeti. Er flüchtete. Er ist eine Geisel der Menschheit. Was müsst ihr denn sonst noch wissen? Er hat recht, Sam. Ich glaube nicht, dass mein Schädel auch nur ein Quäntchen mehr an Informationen aufnehmen kann. Du hast doch gar keinen Schädel, Sam. Max, Entschuldigung. Oh. Gut. Wir haben Glück gehabt. Schön, zurück zur Yeti-Jagd. Es hätte sein können, dass der Hase uns auch eine reinknallt. Ah ja, genau, das Trixies Wohnwagen, das haben wir eben von dem... Oh Gott, wie hieß denn der grüne Typ da? Egal. Geht die Tür zu öffnen, weil ich sehe nämlich hier ein Vorhängeschloss. Es ist eins von diesen Schlössern, die man in Filmen immer aufballert. Dann baller mal auf. Ich sollte mich vielleicht erst einmal um das Vorhängeschloss kümmern. Ich glaube, das Schloss wurde schon dazu benutzt, mich am Betreten des Wohnwagens zu hindern. Das ist wirklich doof. Ach ja, das ist... Ich erinnere mich, ich glaube, das müssen wir spielen. Ach je. Das kann ich nicht aufheben. Ja, er sollte es auch benutzen. Hit 20 to win. Okay, dann fangen wir mal an. Mist. Einen habe ich nicht erwischt. Oh oh. Au. Nein! Richtig treffen. Na gut, das sieht relativ gut aus. Noch zwei Stück brauchen wir. Ach je, das ist ja... Nein! Oh Gott, das ist ja peinlich. Noch einer kommt. Sieger! Yeah! 28. Also, das ist ja schon ein bisschen peinlich, aber... Es reicht. Was gewinnen wir denn? Ich habe etwas gewonnen. Juhu! Können wir das mitnehmen? Es wäre schön, wenn wir es mitnehmen könnten. Ah, genau, das war die Taschenlampe. Hey, dieser beschissene Preis hat ja gar keine Birne. Aber das können wir direkt benutzen mit der... Sie passt perfekt. Ausgezeichnet, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Was ist das eigentlich nochmal? Können wir das auch spielen? Es ist kaputt. Oh nein. Ich glaube kaum, dass mein Kopf künstlich über seine sowieso schon grotesken Proportionen hinaus verzerrt werden muss. Mhm. Hä? Naja. Es ist eine goldfischglasmäßige Vergrößerungslinse. Ja, was ist denn das? Mein Kopf sieht sowieso schon wie ein Goldfischglas aus. Ah, du kommst gleich ins Goldfischglas. Was ist das denn für... Ich möchte das Spiel spielen. Es ist eine skurrile Vergrößerungslinse. Na gut. Dann nehmen sie halt mit. Ist kaputt. Es ist eines dieser Kirmesspiele, die man unmöglich gewinnen kann und die einen finanziell ruinieren. Ich liebe den Kapitalismus. Das ist schön, Max. So. Ich weiß nicht, ob wir das auch benutzen können hier. Diesen... Ah, das ist der Typ. Ah ja. Hä? Vielleicht sollten wir uns vorher die Genehmigung dazu holen. Ich wollte auch gerade sagen, red doch mal mit dem Typen hier. Hallo. Hey, du da mit den Tattoos. Was? Was? Was bist du denn für ein Typ? Was weißt du über Bruno den Yeti? Wer will denn das wissen? Wir sind die Freelance Police und wir sind in einem Rennen um Leben und Tod. Und wir sind barfuß. Alles, was ich über Bruno weiß, ist das, was die Cashmans mir erzählt haben. Nun, das war jetzt eine nutzlose Aussage. Aber vielleicht solltet ihr mal den Tunnel der Liebe versuchen. Ein Gerücht besagt, dass einer von Brunos Kumpeln da drinnen ist. Och, lass uns gehen, Sam. Ach, verschwinde. Hast du eine Ahnung, was mit Trixie passiert sein könnte? Trixie? Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Scranton? Nein, Trixie, der sprechende Pudel. Sie war mein bester Kunde. Sie konnte mit dem Kehl der Tragödien stundenlang fahren, ohne Unterlass. Ich liebte es, wenn ihr Hals vor- und zurückwippte, wenn ich den Kehl voll aufgedreht hatte.
Dein Sadismus beweist deine Professionalität. Ach, Cone of Tragedy. Ich dachte irgendwie Gone of Tragedy. Also es ist dieser Todeskegel hier. Wahrscheinlich werden wir hier irgendwie festgeschnallt und dann, naja, wie bei einem Kettenkarussell oder sowas. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern an diesen... Verstehe ich gar nicht. Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Yeah. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Ich weiß nicht recht. Ach zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Juhu. Oh oh. Ach je, ist ja gar nicht Kettenkarussell. Ein Schweizer Messer, was ist das denn? Ach du lieber Gott. Geht die in die Luft noch, die Rakete? Na, da ist der Talogan nichts dagegen. Reanimiert. Das Herz. Ach, ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So, als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Lass es uns gleich noch einmal tun. Vielleicht später, Kamerad. Mhm. So. Ja. Das wollte ich mir noch angucken. Kegel der Tragödien. Ah, ja, gut, okay. So, was haben wir noch zu entdecken? Hier kommen wir noch nicht rein, ich glaube... Hey, was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Oh. Ja, das ist klar, das liegt hier irgendwo rum. Aber wo? Ich wette, hier passieren im Jahr so zwischen 4 oder 5 gemeine Unfälle. Schön. Ja, das ist wohl wahr. Ist auch, glaube ich, noch gar nicht so lange her, wo ein Mädchen verunglückt ist in einem Freizeitpark. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. In Hasloch. Holiday Park oder Holiday Inn. Ich glaube, eins ist das Hotel und das andere ist der Freizeitpark. Das war ganz, ganz tragisch. Ja. Wo sind unsere Sachen, Freund? Entschuldige uns, aber wir brauchen Hilfe. Und weil du so überhaupt nicht geistig ausgestattet zu sein scheinst, gehirnmäßig, kommen wir zu dir. Hä? Und dann können wir das jetzt nochmal alles fragen. Du bist sicher, dass du nichts über Bruno weißt? Okay. Nee, in dieser Beziehung bin ich schrecklich eigen. Aber vielleicht solltet ihr wirklich den Tunnel der Liebe ausprobieren. Machen wir. Ist ansonsten noch etwas, was dir beim Thema Tricks hier einfällt? Nee, ich wünschte, sie käme bald zurück. Ja, die fällt mich gerne mit diesem Cone of Tragedy. Wir wollen nochmal mit dem Kegel der Tragödien fahren. Nein. Sicher. Nein, es war ein... Moment mal. Okay, weil es so schön war. Ja, ich sage es immer wieder gerne, ich liebe LucasArts Spiele, auch wenn ich Sam & Max nicht so gerne mag, weil ich mag zwar diesen Humor, aber es gibt hier ein paar Orte, ihr werdet das später sehen, die sind ziemlich strange und da muss man sich wirklich mit entweder mit beschäftigen oder einfach ein Faible für haben oder die Comics lieben. Da gibt es ja auch Comics davon, der Hase grinst voll. Aber ich muss wirklich sagen, es ist ein altes Spiel aus Anfang der 90er Jahre. Der Nervenkitzel ist weg, Sam. Oh. Für dich verliert alles so schnell seinen Reiz, Max. Oh, es tut mir leid. Ist das eigentlich die Stimme von Bart Simpson? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, aber es ist animiert hier, ne? Die Person bewegt sich, es gibt hier eine Fliege, hier blinken die Lämpchen,
Da blinken die Lämpchen, hier flattern die Fahnen. Es ist ein bisschen belebter als zum Beispiel 15 Days oder so. So, Freundchen, wo sind unsere Sachen? Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an. Was willst du denn? Was willst du denn? Ich will das hier. Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Das muss aus dem Mantel gefallen sein, während ihr Spaß gehabt habt. Hier ist ein Berechtigungsschein für das Fundsachenzelt. Ah, vielen Dank. Nicht schlecht. Steht da drauf? Loot? Ne, lost and found. Okay. Ich dachte, wir müssten hier looten. Gut, ich muss nochmal mit dem reden, weil ich weiß nicht, ob der noch irgendwas... Hey, Kirmes-Typ. Was? Was? Geht ihr Typen alle zum gleichen Tätowierer, oder was? Um ehrlich zu sein, das sind keine Tattoos. Meine Haut ist so. Ich glaube, wir gehen jetzt ganz schnell weg. Du bist sicher, dass du nichts über Bruno weißt? Nee, in dieser... Gott, ich finde das schade, dass das immer wieder kommt. Tschö. Wollte ich auch gerade sagen. Klar, wenn man natürlich ein paar Wochen nicht gespielt hat, ist das natürlich schon wichtig, dass es wiederkommt. Aber hätten sie vielleicht schwarz-weiß machen können, so als kleiner Tipp. Aber LucasArts hört bestimmt nicht auf mich, denn LucasArts gibt es ja gar nicht mehr. Leider, leider, leider. So, jetzt gehen wir noch zum Fundsack. Perfekt. Können wir das... Ah, ich glaube, da können wir Max mit benutzen, oder? Moment. Benutze Max mit dem... Hey, Max. Was? Kannst du die Glocke klingeln lassen? Sicher. Boing. Du bist mein Held, kleiner Freund. Ja. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ein Plakat? Ach nee, schade. Verrückt. Gruselig. Ich glaube, haben wir mit dem überhaupt schon geredet, richtig? Über Bruno, den Yeti? Tut das nicht weh? Ganz schön. Ich glaube, es gibt dabei einen Trick. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht herausgefunden. Oh. Deine Dummheit gibt all denen Hoffnung, die sich wie ich am unteren Ende der Nahrungskette befinden. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, sicherlich. Was wissen Sie über Trixie? Absolut nichts. Wir haben nie miteinander geredet. Niemals. Aha, das glaube ich aber nicht, oder? Haben Sie mit Bruno gesprochen, bevor er flüchtete? Wie hätte ich das machen sollen? Er saß in einem Eisblock. Das stimmt. Sind Sie sicher, dass Sie nichts über Conroy Bumpus wissen? Er ist ein Country-Sänger, nicht wahr? Tut mir leid, ich weiß nicht viel über ihn. Ich bin eher ein Mambo-Fan. Sonst noch was? Ein Mambo-Fan? Nee, das reicht, danke. Nee. Gut. So, es geht noch schnell ins Lost und Found Büro. Kommen wir überhaupt rein, oder? Das ist ein bisschen klein. Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber Sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Hab ich hier etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Sie müssen mit unglaublichen magischen Fähigkeiten ausgestattet worden sein, die ihre körperlichen Mängel wieder wettmachen. Schlechter Tausch. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Sicher. Wartet hier, während ich mal das Lager durchwühle. Nun, siehst du, ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien fangen, Gott, alles euch. Ich fühle mich wieder vollständig. Schön.